Gleich, YouTuber Puntigam will einen Rekord brechen. Ja, gehen wir ran. Was haben Sie vor? Bier aufmachen mit der Kettensäge. Es ist Sonntagvormittag, das Wetter war schon mal besser. Aber echte Sportler wissen, von nix kommt nix. Und wer der Beste in seinem Metier sein will, muss trainieren. Hallo, grüß euch. Heute gehen wir's an, oder? Ja, gehen wir's an. Was haben Sie vor? Bier aufmachen mit der Kettensäge. Training. Training machen müssen Sie, muss man das üben eigentlich, oder? Ja, sicher, aber Training für den Weltrekord. So, jetzt ist es die ganze Einlis. Sehr hoch. Ist das eine gewisse spezielle Kettensäge, die man dazu braucht? Nein, ganz normale. Ganz einfach, billige. Da steht der Elvis auf. Nur der Elvis darf schneiden damit. Aber heute schneide ich. Eine ganz normale Kettensäge, Helferlein Elvis und 20 Flaschen Bier. Mehr braucht Puntigam nicht fürs Training. Geht das schief auch hier und da, oder? Ja, sehr, dass er umfällt oder dass er ein Stück ausbricht. Das will jetzt nichts aufbiegt, gar nichts, es steht nur lose da. Siehst du? Ein wahrer Virtuose an der Kettensäge. So, Prost. Ja, das passiert manchmal, dass die Kopf war. Was in dieser Gegend auch manchmal passiert, dass einfach so Insellegende Gerhard vorbeiradelt. Bier aufmachen. Bier aufmachen. Willst du probieren? Mit der Motorsäge, ne? Ja. Ja. Hab ich noch nie gemacht. Noch nie gemacht. Nie haben sie auch eine Hand gehabt. Musst du runterholen und dann schnell ziehen. Ob ein bisschen Rechtshänder oder Linkshänder? Rechts. Rechtshänder bist, dann musst du die linke Hand halten da. Mhm. Ganz runterholen, ausgestreckt. Und mit dem Schwung durchziehen. Fest. Gut. Viel fester. Ganz schnell. Sauerlich. Ja, super. Verkehrt dran. Ah. So. Und ganz leicht mit den Spitzen. Ja. Vollgas geben. Da. Vollgas, da. Oben und unten. Na, der ein bisschen weiter weit. Erst da reinlassen und dann leicht zu, ganz leicht. Mit den Spitzen. Vollgas. Super! Vollgas fährt! Super! Vertrieben mal! Willst du den auch probieren? Ja! Vollgas fährt! Super! Du musst es ausdrängen, ja. Ja, mal trinke ich einen Wein, aber. Dann nimm das, das ist schon ein bisschen groß, weißt du? Groß geht's, geht. Prost. Ja, das erste Mal eine Motorsäge in der Hand gehabt. Ja, das war schon ewig. Meistens sind wir die normale Axt, die bin ein bisschen altmodisch. Die Axt habe ich schon, wie ich so klar war, angefangen. Du bist ein Wikinger, oder? Wirklich so? Naja. Ja, weil die Haare und so, weißt du? Ja. Einen Körper. Ja. Nein, Mischung aus Samoana wegen der braunen rotbraunen Haut. So, die Wikinger sind ja auch noch in die Südsee gekommen schon mal. Ja. Und haben sie gemischt. Ach so? Ja,
Man sagt immer, schau, es wäre Samoana von der Hautpapier, aber nur mit blonden Haaren, blauen Augen. Also vielleicht haben sie sich gemischt. Ne? Und war das jetzt auch ein Erlebnis für Sie? Das schon, ja. Aber mit Vorsicht zu genießen. Ne? Auch die Flaschen. Zwei von drei habe ich geschafft, ne? Die eine halt. Ja. Aber super. Trotzdem schön halbiert. Das sieht uns auch schwer aus. Das kann auch jeder machen daheim. Wer kein Bier öffnen hat daheim, nimmt den Motorsack. Gerd, was machen Sie heute noch? Ich fahre runter und rief ein paar Leute, bei der Oase unten, Jamaica Beach. Okay. Ist zwar nicht das Wetter jetzt nicht gerade das Schönste, aber es wird noch besser werden. So 26 Grad wird es noch kriegen. Darf man nicht ins Hemd machen, nur weil es ein bisschen drüber ist oder man ein bisschen nass war. Servus. Ich wünsche einen schönen Tag und danke noch fürs Bier. Beim nächsten Mal wieder, lade dich ein. Eigene Leute auf der Donauinsel, oder? Ja, sehr. Muss ja geil, sonst wäre das Leben fad, oder?